So, einen schönen guten Abend aus Düsseldorf, meine Damen und Herren. Mein Name ist Konstantinos Halkias, bin tätig bei der CapTrader GmbH und begrüße Sie zu dem heutigen Webinar Agena Trader Spezial Order Stream und Volumenhandel. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, sind warm eingepackt und genießen die heutige, beziehungsweise das heutige Webinar. Als allererstes die klassische Frage: Verstehen Sie mich, beziehungsweise hören Sie mich und haben Sie Bild? Super, perfekt. Ja, alles klar. Ja, vielen Dank für die Resonanz. Ja, ich will Sie nicht lange auf die Folter spannen und übergebe heute, beziehungsweise jetzt an Gilbert Kreuzthaler von Agena Trader. Moment. So, gut. Ich nehme mal an, man sieht es auf meinem Bildschirm. Ich möchte Sie im Namen von Agena Trader sehr herzlich begrüßen zum heutigen Webinar. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob man das Richtige sieht. Okay, ja. Gut. Ja, möchte Sie herzlich begrüßen. Vielen Dank dass Sie sich die Zeit wieder nehmen, mit uns eine gute Stunde, vielleicht ein bisschen mehr zu verbringen. Wir haben heute das Thema Order Stream und Volumen Trading, beziehungsweise sagen wir eher so Volumen Trading und Order Stream. Wir sind heute zu zweit, der Manuel und ich. Manuel ist unser Spezialist im Volumenhandel. Er ist auch hauptsächlich der Ersteller des Volumen Packages, hat sich sehr damit auseinandergesetzt, mit dem ganzen Volumenhandel. Ich habe mich unter anderem auch um die ganze Order Stream Geschichte sehr stark gekümmert. Und aus diesem Grund teilen wir uns heute das Webinar ein bisschen auf. Es wird der Manuel beginnen. Ich sehe zwar, es ist mein Screen jetzt laufen. Ich werde aber dann gleich an den Manuel übergeben. Ja, Manuel, kannst du mich hören? Bist du dort? Ich kann dich hören. Alles gut, ja? Alles fein, gut. Okay, dann, es wird sich heute mehr oder weniger, also es ist nicht jetzt Volumen Trading in dem Sinn, sondern wir werden vorstellen, was das Volumen Add-on alles kann, die ganzen Features, die ganzen Details und dann natürlich aber auch die Funktionalitäten im Order Stream, die Hauptfunktionalitäten, die wichtigsten sind, die ja den ganzen Volumenhandel verfeinern und wo man sich dann noch viel mehr dann rauslesen kann als aus den Volumenindikatoren, die eingesetzt werden können. So, dann würde ich vorschlagen, Manuel, ich übergebe an dich. Ja, Einen gerne. Moment, wo kann ich das jetzt Müssen Sie machen? mich Ich schaue bitte jetzt gerade, Attendees, das hat sich wieder zugemacht. darüber machen? Ich gebe jetzt weiter an Make Presenter. Ja, sieht gut aus. Ich kann Laufen. meinen Bildschirm übertragen, sollte gleich erscheinen. So, mein Fein, Bildschirm. okay. Ja, Alles ist klar. sichtbar. Dann schicken wir gute Unterhaltung für die nächsten Minuten, für die nächste halbe Stunde, Stunde, wie auch immer, mit Manuel. Und ich melde mich dann in Kürze wieder, da, wenn Manuel durch ist mit seinem Teil, dass ich dann in das Order Stream einsteige. Bis gleich. Genau, dann übernehme ich direkt von meiner Seite natürlich auch mal einen schönen Abend. Danke an Gilbert auch schon für die einleitenden Worte bezüglich des heutigen Webinars. Genau, ganz kurz zu mir. Bin bei Agena Trader mittlerweile auch seit einigen Jahren dabei. Bin mittlerweile im Management dabei, habe aber eben in den letzten Jahren auch maßgeblich an den Add-ons mitgearbeitet, jetzt nicht programmiert, aber war in der Erstellung und in der Konzeptionierung maßgeblich beteiligt. Eben auch beim Volumen-Add-on ist auch etwas, was der Volumenhandel ist, ja was sehr Spannendes. Ich habe jetzt heute vor, in diesem Webinar
so circa 30 Minuten mit Ihnen ganz gemütlich hier mal durchzuschauen. Das Volumenhandelsgebiet ist ein sehr großes. Es gibt viele Unterkategorien. Ich werde Ihnen ein paar Dinge zeigen, die wir mit dem Agina sehr gut umsetzen können. Und genau, einfach damit Sie auch mal einen Überblick bekommen, was bedeutet Volumenhandel, was kann das alles beinhalten. Und man kann den Volumenhandel sehr gut mit anderen Ansätzen kombinieren, um zum Beispiel, man kann das in großen Zeiteinheiten verwenden, um große Volumentrends sozusagen herauszufinden. Man kann aber das Ganze auch in den kleineren Zeiteinheiten verwenden, um Einstiege zu perfektionieren. Da geht es dann einen Schritt auch noch, wenn man dann noch einen Schritt weiter runter geht, von der Detailgenauigkeit her, ist das dann das, was der Gilbert im Anschluss noch erklärt, dieser Order Stream, also diese Level 2 Daten, also noch eine Kategorie, Detailkategorie tiefer, das wäre dann noch das Level höher, wenn man den Einstieg noch genauer, also da reden wir dann vom Minutenchart zum Beispiel, oder auch noch kleiner drunter, wenn man da drinnen dann den Einstieg wirklich perfektionieren möchte. Das heißt, man kann diese Volumensanalysen in vielen verschiedenen Dingen anwenden, und da gibt es auch von unserer Seite eben vom Volumen-Add-on her einige Tools, die wir Ihnen an die Hand geben. Also was ich machen werde, wir haben mehrere Kategorien im Volumen-Add-on. Es gibt das klassische, das große Thema, das gerade überall ist. Jeder hört es irgendwo, jeder sieht es auf Charts, das Volumenprofil und das Marketprofil. Darauf werde ich einen Großteil der Präsentation hier eingehen und zeigen, was das alles kann, und auch ein paar Beispiele geben, wie Sie das im Handel einsetzen können, was Sie damit machen können, von Einstiegen über Targets. Und beginnen werde ich aber die ersten Minuten jetzt noch kurz. Wir haben auch einiges an Volumenindikatoren, abgesehen jetzt vom Volumenprofil, im Add-on drinnen. Und auch da kann man sehr interessante Sachen damit machen, und da werde ich einfach jetzt gleich mal reinhüpfen, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, um Ihnen einfach zu zeigen, was es da so gibt. Sie sehen jetzt schon meinen Screen, das ist jetzt hier, wer es nicht kennt, der Agina Trader, und das Ganze ist jetzt hier auch der Workspace, wie Sie es ganz oben sehen, Volumen Package V2, ist jetzt nicht ganz das, was Sie bekommen, aber es ist nur von mir ganz leicht abgeändert. Wenn Sie das Volumenpaket prinzipiell von uns erwerben würden, hätten Sie farbgebungsmäßig ziemlich das, was Sie jetzt auch hier bei mir sehen. Ja, Sie sehen auch ein paar Notifications rechts unten aufpoppen bei mir. Das ist jetzt, was wir hier intern, oder was prinzipiell auch der Agina kann, ist das Chatting und die Kommunikation direkt hier drinnen. Das ist jetzt auch hier im Webinar mit drinnen. Okay, also der erste Indikator, den ich schon mal vorbereitet habe, ich gehe die paar Indikatoren mit Ihnen durch, ist jetzt hier mal der Volume Zone Oscillator. Genau, eine Sache habe ich noch vergessen, die ich ansprechen wollte. Es gibt im Volumenpaket einerseits das Thema Volumen Spread Analyse. Das ist VSA abgekürzt, ist ein eigener Bereich, und darauf gehe ich heute nicht ein. Das ist eher, was auch jetzt nicht ganz so, so trendig ist, sozusagen wie ein Volumenprofil. Da geht es darum, dass man analysiert, wie entwickelt sich das Volumen in Bezug auf Kerzengröße, Kerzenfarbe. Das ist etwas, die Volumen-Spread-Analyse, die schon vor einigen Jahrzehnten entwickelt wurde. Früher, muss man ehrlicherweise sagen, oftmals noch besser funktioniert hat, weil ganz einfach halt die Märkte nicht so algo-getrieben waren und die Algos natürlich zum Teil Volumen-Spread-Analyse jetzt nicht mehr ganz so effizient machen. Da gibt es trotzdem Signale, weil sie trotzdem, wenn man weiß, was man tut, sehr gut einsetzbar sein kann, für den Anfänger aber etwas schwieriger. Deswegen gehe ich da heute auch nicht drauf ein. Was wir da jetzt machen, sind die Indikatoren. Das ist auch eine Kategorie, wo man ganz einfach eben Volumen Datenströme analysiert und dann einmal noch das Volumenprofil. Diese drei Kategorien, die wir im Volumen-Add-on haben und sozusagen auch die drei großen Kategorien sind, mit Order Stream als vierter vielleicht, die es im Volumenhandel gibt. So, genug der Worte. Der Volumen Zone Oscillator hier unten. Ja, das sind Indikatoren, die, Sie sehen die weiße Linie hier zum Beispiel, mein Fadenkreuz sollte man auch sehen, ja, einfach
Sie müssen jetzt nicht die Berechnung verstehen, was diese Indikatoren alle ähnlich machen, ist, wie gesagt, sie analysieren Volumenströme. Das heißt, es wird geschaut zum Beispiel, passiert das Volumen, das hier pro Tick geliefert wird, ist das zum Beispiel in einer steigenden Kerze, ist es in einer fallenden Kerze, ist es, passiert das Ganze, diese Ticks zum Ask-Preis, zum Bid, was auch immer hier, ja, Bid und Ask, ein Thema, wo ich davon ausgehe, dass es prinzipiell schon, ja, wird jeder wissen, was diese Begriffe bedeuten. Ist auch jetzt, wie gesagt, nur berechnungsmäßig was. Was man einfach damit sieht, ist, wenn der Indikator, wir haben hier rote und blaue Linien, ganz einfach gesagt ist, wenn der Indikator weit runter geht, haben wir viel Short-Volumen und eine Übertreibung in die Short-Richtung. Wenn wir weit rauf gehen, haben wir eine große Bewegung mit starkem Volumen dahinter, was eben auch oft wieder auf Übertreibungen oder auf eine darauf schließen lässt, dass die Bewegung die Kraft verliert, weil eine Erholung notwendig ist. Und das sieht man hier oft sehr schön. Wir können uns hier bestimmte Bereiche manchmal hier raussuchen. Ich nehme hier auch mal kurz mein Zeichenwerkzeug. Wenn wir hier zum Beispiel jetzt die weiße Linie verfolgen, wir haben hier zum Beispiel, sind wir relativ weit unten, wir sind unter der 40er Linie. Das heißt, wir haben eine Short-Bewegung, die gelaufen ist und wo auch viel Volumen reingelaufen ist, und hätten hier in diesem Bereich die Warnung zum Beispiel bekommen. Oder das kann ich jetzt interpretieren oder verwenden als Target, wenn ich Short bin und sage, okay, ich nehme meine Position raus oder einen Teil raus. Ich kann es auch als Counter-Trend-Einstieg nehmen und so sagen, okay, die Bewegung war hier einigermaßen stark, ich habe hier ein Signal, ich gehe hier jetzt long. Wäre natürlich hier jetzt schön aufgegangen und wir hätten kurz darauf das Gegensignal in der übertriebenen Richtung. Das heißt, wir hätten hier jetzt, würden wir sehen, wir sind über der 60er Linie sogar. Muss man auch sagen, man sieht hier jetzt bei den Indikatoren in den Long- und in den Bull-Märkten, wo wir ja auch aktuell wieder dank Notenbanken und Politik hier wieder drinnen sind. In diesen Bull-Märkten sieht man häufiger sehr stark übertriebene Long-Werte, wo dann kurz wieder der Pullback, die Korrektur kommt. Also man ist auch, das sieht man hier immer, Apple sowieso, läuft ja schon ewig long, aber sieht man öfters, dass der weiter rauf geht als in die Short-Richtung. Auf jeden Fall hätten wir hier jetzt, wenn wir es wieder hier einzeichnen, hätten wir hier das Gegensignal bekommen. Wir haben die starke Long-Bewegung und da kommt dann hier das entweder wieder Target für mich, der Ausstieg, oder theoretisch könnte es hier jetzt auch wieder für mich ein Einstieg in die Short-Richtung sein, der hier jetzt, wie man sieht, nicht optimal wäre. Ist natürlich auch immer, ja, natürlich gehört ein Einstieg jetzt nicht nur auf basierend auf einem Indikator, aber Sie sehen, glaube ich, sehr schön, in welchen Bereichen der Indikator hier in Extremwerte eintaucht. Und das kann man dann, wie gesagt, natürlich schön für Einstiege, Targets, wie auch immer, verwenden. Das ist jetzt hier, ja, wie gesagt, Apple ewig in der Long-Richtung. Wenn wir natürlich wir können noch ein paar Werte einzeichnen, die ganz extremen Werte hätten wir zum Beispiel hier oben. Wir hätten hier oben einen Extremwert und hier oben einen Extremwert. Ich zeichne jetzt die überkauften Werte hier, ja, wo der Indikator uns anzeigt, da ist extrem viel Volumen in die Long-Richtung gelaufen. Da könnte sich ein Pullback anbahnen. Also Sie sehen schon, Volumenanalyse macht Sinn. Das sieht man hier auf einen Blick und ist richtig eingesetzt ein sehr mächtiges Tool. Genau, ich könnte jetzt über jeden Indikator hier wahrscheinlich ein eigenes Webinar machen. Ich sehe schon wieder, so wie es mir öfters geht, dass beim Sprechen die Zeit sehr schnell vergeht. Deswegen hüpfe ich mal weiter. Ich lösche die Zeichnungen raus und gehe auf den nächsten Indikator, damit ich am Ende noch Zeit für auch das Volumenprofil habe. Also das war jetzt der Volumen Zone Oscillator. Da gibt es jetzt ein paar, die ähnlich funktionieren. Zum Beispiel haben wir hier das Volume Up-Down Ratio. Das sieht man hier jetzt gerade nicht ganz so gut. Machen wir das hier ein bisschen heller. Ja, also dieser Indikator, ja, Berechnung ist relativ ähnlich. Was der jetzt auch natürlich schön macht, ist, er zeigt uns in
in zwei Farbabstufungen, wie stark die Übertreibungen zum Beispiel sind. Wir haben jetzt hier zum Beispiel nur, wir sind jetzt hier in einem Indikator, der meistens zwischen 0 und 100 schwingt. Der berechnet prinzipiell das Ratio aus Up-Volume und Down-Volume, ähnlich der Regeln wie vorher. Man kann es auch hier wieder, man sieht, wie gesagt, die Berechnung ist ähnlich, damit sind auch die Signale ähnlich. Da geht es darum, dass man auch seinen persönlichen Handelsstil findet und einfach sagt, mit dem Indikator fühle ich mich wohl, das passt für mich. Da kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, das ist der beste oder nicht. Das ist für jeden dann auch subjektiv, wo man sagt, der gibt meine besten Signale. Kommt auch immer auf die Märkte drauf an, die man sich anschaut. Ich habe ja aktuell immer nur, also ich schaue mir aktuell die Dow 30-Werte, also US-Aktien an. Ist auch je nach Asset-Klasse unterschiedlich, was am effizientesten einsetzbar ist. Aber wie gesagt, Volume Zone Oscillator und Volume Up-Down Ratio sind ähnlich von der Berechnung her. Wir haben dann auch noch den Klinger Volume Indikator. Um jetzt hier, wie gesagt, auch aufgrund der begrenzten Zeit möchte ich nicht, kann ich nicht in jeden Indikator einzeln reingehen. Hat jeder seine Eigenheiten? Kann man schöne Signale damit bauen? Das möchte ich eh auch noch ganz kurz dann herzeigen. Auch mal um zu sehen, wie einfach man Signale bauen kann. Aber um auch noch mal hier in andere Indikatoren reinzugehen, schauen wir uns mal an. Gehen wir mal hier jetzt. Also übrigens, ich habe mir die alle hier in der Action Bar auf der rechten Seite hier bei mir zurechtgelegt schon. Deswegen, wer auch das Imagineer nicht kennt, ich brauche hier nur drüber fahren mit der Maus und er zeigt mir sofort den Indikator an. Wenn ich dann draufklicke, dann bleibt der auch. Ich zeige Ihnen mal kurz jetzt hier, wir haben den Volume Rise Fall Indikator. Da gibt es jetzt auch aus dieser Kategorie Indikatoren ein paar ähnliche. Und dieser hier ist ein normales Volumenhistogramm. Also Histogramm ist einfach diese Anzeige des Volumens, die man auch so kennt. Das kann ich Ihnen kurz zeigen. Das ist nur sehen, das ist genau das Gleiche. Wenn ich mir jetzt den VOL, also den normalen Volumenindikator von Machina hier reinlade, sehen Sie, dass das prinzipiell genau das Gleiche ist. In grün ist der alte, nicht alte, der Standardindikator, wo jedes Volumen gleich gefärbt ist. Und es gibt eben hier den Volumen Rise Fall. Und was der macht, ist zum Beispiel eben, er zeigt mir ganz einfach an, wenn der Balken ist blau, wenn das Volumen steigt, im Gegenteil zur Vorperiode, und es ist rot, wenn das Volumen fällt, im Vergleich immer zur vorherigen Periode. Das heißt, ich habe hier jetzt wieder ein hohes Volumen und hier sieht man, hier fällt das Ganze, ist rot, dann steigt das Ganze wieder, ist blau. Das hilft oft, das sind so Indikatoren, die ich zum Beispiel gern verwende, wirklich nur auch in der Action Bar. Das heißt, ich habe vielleicht einen interessanten Wert, den ich mir genauer anschauen möchte und lasse mich hier dann einfach ganz kurz, vielleicht auch nur mit drüber hovern, über diesen Button und kann mir sehr einfach anzeigen lassen, steigendes Volumen, fallendes Volumen, sehe das sehr schön, kann auch in der Historie dann durchschauen, gibt es vielleicht lange Perioden, das heißt, abgerutscht hier, gibt es lange Perioden mit steigendem Volumen, fällt das Volumen schon lange. Also in diese Richtung geht das Ganze. Ist eine andere Kategorie wieder der Volumenindikatoren, die wir drinnen haben. Da gibt es jetzt nämlich gleich noch den Volumengraphen. So, was der jetzt macht, ist genau wieder das Volumenhistogramm. Und der sagt jetzt nicht, ich färbe das Volumen, das Histogramm und die Balken, je nachdem, ob es steigt oder fällt, sondern der interpretiert den Markt und er ist blau, wenn er zum Beispiel, wenn der Indikator erkennt hier, zum Beispiel hier die Aufwärtsbewegung und ist in diesem Bereich dann hier blau und erkennt hier die Abwärtsbewegung und geht rot. Das heißt, hier kann man auch auf einen Blick sehr schön Auf- und Abwärtsbewegungen zum Beispiel direkt aus dem Volumenhistogramm ablesen. Das sind Indikatoren, wie gesagt, wo jeder, was ich sehr schön finde, jeder hat seine eigene Vorliebe. Ich habe Kollegen oder auch Händler, mit denen wir oft sprechen, die verwenden Indikatoren, die ich nie verwenden würde, vom grafischen her auf oft.
Genauso ist es jetzt hier zum Beispiel meine Vorliebe, ich habe lieber diesen Indikator für die Volumenanzeige als jemand anderer. Und das finde ich auch schön, auch in Machina. Ich kann mir hier alles genauso herrichten, wie ich es gerne hätte. Und am Ende schaut man ja als Händler viele Stunden am Tag auf die Charts und das muss natürlich grafisch und auch hier wirklich vom Arbeitsstil her alles gut passen. Genau, wir haben jetzt noch, ich glaube, zwei Indikatoren sind es noch, dann gehen wir aufs Volumenprofil. Zum Herzeigen gibt es noch diesen hier, der ist sehr spannend für, wenn man sich Conditions baut. Das ist noch einmal das Volumenhistogramm. Hier jetzt die Linien, die Sie sehen, sind Keltner-Channel-Linien. Keltner-Channel kennen Sie vielleicht als Standardindikator. Hier ist das Ganze jetzt auf das Volumen berechnet. Und das kann ich sehr schön nutzen, denn was schwierig ist in einer Condition, also Condition ist ein Signal im Machina Trader, dass ich mir mit Drag and Drop, also per Maus ziehen und klicken, zusammenbauen kann. Da ist es oft sehr schwer, wirklich Extremwerte vom Volumen festzustellen. Zum Beispiel Extremwerte wie diesen hier oder diesen hier. Das bekommt man nicht so leicht raus, weil man kann einen gleitenden Durchschnitt drauflegen, aber der gleitende Durchschnitt, der würde dann auch zum Beispiel alle diese Dinge hier meistens mitnehmen, weil der gleitende Durchschnitt würde irgendwo sehr horizontal verlaufen. Mit diesem Volumen oder Volume Keltner Channel Indikator kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte ein Signal haben, wenn das Volumen größer als die oberste Linie hier ist. Das zeige ich jetzt noch ganz kurz, damit Sie auch das mal gesehen haben. Ich war, glaube ich, jetzt ein bisschen zu schnell. Ich habe hier unter Strategy Handling den Condition Escort geöffnet. Da gehe ich auch natürlich jetzt nicht im Detail drauf ein. Ich wollte nur ganz kurz zeigen, wenn wir hier sagen, wir nennen das Ganze Keltner Channel Test, kann ich jetzt hier sagen, unter Volumen Package hole ich mir, also zuerst brauchen wir das, zuerst brauchen wir das eigentliche Volumen, ja, und das soll jetzt größer sein als der, Moment, Volume Keltner Channel. Ich ziehe mir das Ganze einfach hier rein und sage jetzt, kann jetzt hier sagen, welche Linie ich ansprechen möchte von den gefärbten Linien unten. Ich möchte die Keltner ab 2 haben und möchte das Ganze long ab 2. Ich glaube, der ab 2 ist der richtige. Schauen wir mal kurz, ob das Signal schon korrekt kommt. Ich klicke OK. Im Hintergrund wird jetzt für mich Code geschrieben. Das heißt, der Machina Trader programmiert automatisch für mich. Und das erspart mir natürlich sehr viel. Und Sie sehen sofort jetzt hier, ich habe die Condition jetzt hier in den Chart geladen. Machen wir die noch in einer anderen Farbe. So. Und das, was ich einfach zeigen wollte, ist hier ganz flott im Webinar auch durchgemacht, aber immer wieder diese Tools von Machina, die einfach mein Leben, wenn man es gewohnt ist, ist es ganz selbstverständlich, aber dieses Leben hier einfach so erleichtern, das Händlerleben. Ich habe jetzt innerhalb von einer Minute circa, oder nicht mal einer Minute, mir hier ein Handelssignal gebastelt, das immer ein Signal ausgibt. Also das unten ist 0 und oben ist 1, das heißt, diese Spitzen sind da, wo ein Signal ausgegeben wird. Immer genau dann, wenn das Volumen größer als der obere Keltner Channel ist und habe hier sofort auch im Chart zum Beispiel, kann mir das Ganze, wie es auch hier gemacht wird, sieht man jetzt nur nicht recht gut. Ja, man sieht es hier die Pfeile nicht gut, weil die sehen es hier zum Beispiel reingezoomt, damit ich nichts mehr ändern muss. Sie sehen auch im Chart wird hier sofort zum Beispiel ein Pfeil angezeigt. Ganz einfach, das könnte ich jetzt auch, ich könnte die Kerze färben lassen, wie auch immer. Aber ich würde somit im Chart sofort sehen, wenn extrem hohes Volumen im Markt ist. Da kann ich ja zum Beispiel auch, ich könnte jetzt zum Beispiel diesen Volumen Keltner Channel hier ausblenden lassen. Ja. Ich kann auch das Ganze unten dann ausblenden lassen und hätte nur im Chart
während ich auf meine Kurse schaue, ohne dass ich dauernd das Volumen im Blick haben muss, würde ich sofort, wenn der Pfeil kommt oder wenn dann zum Beispiel die Kerze eine andere Farbe hat, ich könnte mir die gelb anzeigen lassen, würde ich sofort sehen, hier ist sehr hohes Volumen im Markt und das bedeutet ja was. Das bedeutet, wir haben extrem viele, hier ist zum Beispiel bei den Aktien, natürlich extrem viele Aktien den Besitzer gewechselt und da passiert irgendwas, hat irgendwas passiert drinnen und dann könnte ich laut meinem Handelsplan zum Beispiel darauf reagieren. So, auch das habe ich Ihnen gezeigt. Wieder was zum Abhacken auf meiner Liste. Genau. Dann nehmen wir auch diese Condition nochmal raus. Und jetzt bleibt mir noch ein letzter Indikator hier zu zeigen, damit ich das auch wirklich hier komplett durchhabe. Das ist der Wyckoff Wave Indikator, den ich persönlich sehr gerne verwende. Der Richard Wyckoff ist auch einer der Begründer der Volumenanalyse, der klassischen Volumen-Spread-Analyse, wie vorher gesagt. Der hat da sehr interessante Texte dazu verfasst. Und was dieser Indikator macht, ist, Moment, mein Zeichenwerkzeug, dieser Indikator erkennt jetzt auch im Chart, das sieht man, hier sieht man es zum Beispiel gerade schön, der erkennt jetzt hier eine Aufwärtsbewegung hier und färbt das Ganze blau und erkennt die Abwärtsbewegung und färbt das Ganze rot. Das ist mal die Färbung, die dieser Indikator macht. Und was ist hier das eigentlich Einzigartige? Ich kenne das nur von diesem Indikator. Solange er eine Aufwärtsbewegung erkennt, fügt er immer das Volumen dazu. Er summiert das Volumen. Bis man eben dann sieht, dass man, also man erkennt jetzt zum Beispiel hier, dass wie viel Volumen in diese Aufwärtsbewegung bereits geflossen ist. Und das Gleiche im Anschluss erkennt er das Down, die Down-Bewegung und man erkennt auf einen Blick zum Beispiel, dass hier schon relativ viel Volumen in die Abwärtsrichtung geflossen ist, also in diese Abwärtsbewegung. Und da gibt es natürlich dann wieder Extremwerte. Wir schauen ja meistens auf Extremwerte, man könnte auch jetzt wieder auch bei anderen Indikatoren mit Divergenzen arbeiten, aber hier jetzt mal fürs Webinar Extremwerte. Dann sehen wir zum Beispiel hier, ist extrem viel Volumen in die Long-Richtung geflossen. Und das sind halt mal dann die Marktgesetze. Der Markt kann nur steigen, wenn die Nachfrage höher als das Angebot ist. Und dafür brauche ich natürlich viel Kauforders im Markt. Und damit, das muss viel in viel Volumen, also es muss viel die Hände getauscht, die Aktien müssen die Hände tauschen, die Besitzer tauschen, damit entsteht ja Volumen, weil gehandelt wird und wenn schon extrem viel hier in die Aufwärtsbewegung investiert wurde, kommt zu einem gewissen Punkt ganz einfach die Exhaustion, das heißt, es kommt einfach zu einem gewissen Punkt die Erschöpfung, das ist das deutsche Wort, das richtige, die Erschöpfung dieser Bewegung und ich kann ganz einfach, wenn ich in diesem Trade hier drinnen bin, wenn ich unten einsteige und das gut erwische und schauen wir uns das noch genauer an, weil das ist auch noch ein schönes Beispiel. Wenn ich hier unten wo einsteigen würde, aufgrund eines Handelssignals von mir und ich bin hier drinnen und ich würde eben dann zum Beispiel mit diesem Wyckoff Wave Indikator sehen, Moment mal, da ist extrem viel Volumen schon reingeflossen. Dann nehme ich mal doch lieber jetzt, gehe ich raus oder nehme zum Beispiel die Hälfte der Position raus, ist das ein sehr wertvoller Indikator. So, das war's von den Volumenindikatoren, von den klassischen Volumenindikatoren. Schauen wir kurz auf die Uhr. Ja, ein bisschen können wir, ein bisschen Zeit haben wir schon noch. Ich schaue ganz kurz mal bezüglich Fragen. Wie war der Name des Indikators? Das hat der Willi geschrieben um 18.29 Uhr. Ah, das war jetzt gerade. Dann schätze ich mal, der Indikator, der gemeint ist, ist der, Sie sehen es hier, Wyckoff. Das ist der Nachname vom Richard Wyckoff. Ich denke mal, man spricht ihn so aus. Ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, aus Polen, also ursprünglich aus Polen, Wyckoff Wave war der Name des Indikators. Ich denke mal, dass dieser gemeint ist. Okay,
Dann wechsle ich jetzt rüber zum Volumenprofil. Eine ganz andere Ansicht. Wer es nicht kennt, auch ein ganz anderer Ansatz vom Indikatorkonzept her, als was wir bis jetzt gesehen haben. Was wir bis jetzt interpretiert haben oder was ich Ihnen gezeigt habe, war der Indikator unter dem Chart. Das Volumenprofil ist da ganz anders. Das ist um 90 Grad gekippt. Es ist ein Volumenhistogramm um 90 Grad gekippt und kann damit auch ganz neue Einblicke in den Markt geben. Ganz prinzipiell, das Volumenprofil interpretiert, wie viel Volumen zu welchem Preis gehandelt wird. Ja? Das heißt, nehmen wir wieder unseren Stift hier, der ist jetzt in Blau, das ist vielleicht nicht ganz optimal. Moment, habe ich hier noch andere. Okay. Ja, schauen wir mal, ob man es gut. Moment, ganz kurz. Ich mache mir hier noch einen grünen Stift. So. Genau. Also was wir hier jetzt, nehmen wir uns mal hier ein Profil hierher und interpretieren ganz kurz nur die Einführung. Im Hintergrund hier, das in Grau, das sind jetzt ganz normale Barcharts. Also ich glaube, das ist eher auch der deutsche Begriff, das sind jetzt keine Kerzencharts, sondern man sieht ja nur links mit dem Strich Open und rechts den Close. Ist aber prinzipiell einfach deswegen so gewählt, ist auch hier im Arbeitsplatz, weil der Fokus hier bei mir jetzt nicht mehr auf den einzelnen Kerzen liegt, in diesem Fall beim großen Volumenprofil, sondern ich möchte hier, ich betrachte hier eine gesamte Handelssession. Wir sind hier gerade im Apple 5-Minuten-Chart und was ich hier sehe ist, ich interpretiere Daten ab 15:30, sieht man hier jetzt, wenn ich die Datenbox aufrufe in der ersten Zeile, also 15:30 bis hier jetzt dann 21:55 Uhr, das heißt, das ist die letzte Kerze, die dann am 22 Uhr endet. Das heißt, der Indikator, den wir uns hier anschauen, ist der Volumen Session Pro V3 Indikator. Kann ich kurz herzeigen. Hier nur der Name, Volume Session Pro V3. V3 einfach deswegen, weil wir da schon viele Weiterentwicklungen damit gemacht haben. Was jetzt das Volumenprofil macht. Sie erinnern sich ja an vorher, gerade wo wir die ganzen verschiedenen Ansichten des Volumenhistogramms durchbesprochen haben, der Indikatoren. Hier jetzt eben um 90 Grad gedreht und wir schauen jetzt nicht, wie viel Volumen bei welcher einzelnen Kerze aufgetreten ist. Wir wollen wissen, wie viel Volumen bei welchem Preis aufgetreten ist. Das bedeutet, hier, Sie sehen jetzt hier diese Formationen hier zum Beispiel. Ja. Und das ist jetzt ganz einfach in diesem Bereich, das heißt bei einem Preis von 266, 200, ja, 267 circa, wurde am 18.11., das war vor 2 Tagen, wurde zu diesem Preis am meisten Volumen generiert. Da wurde am meisten gehandelt zu diesem Preis. Da wurden am meisten Aktien gekauft und verkauft. Das bedeutet, eben der meiste Handel ist zu diesem Preis über die Bühne gegangen. Das wird interpretiert oder eine Interpretationsform davon ist, dass das für diesen Tag der faire Preis ist. Das heißt, die meisten Händler haben sich geeinigt an diesem Tag, ja, Apple ist $267 wert, da bin ich bereit zu kaufen oder zu verkaufen, das ist der faire Preis dieser Aktie. Eben die Interpretation deswegen, wenn alle denken würden, es ist nicht fair, dieser Preis, hätte sich der Preis bewegt. Zum Beispiel, wenn wir sagen, der Markt, wir beginnen hier um 15:30 bei 2,64, ja, haben die Marktteilnehmer ganz offensichtlich den Preis nicht für fair gehalten, sondern deswegen ist der Preis gestiegen, es wurde mehr gekauft. Es wurde auch hier zum Beispiel, es gibt immer lokale Maxima und Minima, die auch alle Bedeutung haben für den Handel oder haben können für den Handel. Der wichtigste Punkt ist aber ganz eindeutig,
diese, wo auch die rote Linie ist, nämlich auch hier dann der POC, der Point of Control, ist jetzt der Fachbegriff, steht auch nebenbei dann hier 266,91, war, wie gesagt, der Punkt mit dem höchsten gehandelten Volumen. So, und dieser Punkt ist nämlich dann ein Punkt, der oft in den nächsten Sessions als Widerstandszone oder als Unterstützungszone dient, eben deswegen, weil an diesem Ort sehr viele Orders weiterhin liegen, weil von zum Beispiel jetzt ist jetzt, wenn wir jetzt unser Gedankenexperiment weiterspielen, sind wir jetzt aktuell irgendwo hier, am nächsten Tag, gestern war das, am 19.11., der Markt, ja, das heißt, der Handel beginnt wieder und gestern haben wir sozusagen im Gedanken sozusagen war der faire Preis 267 circa. Das heißt, dort werden noch viele Orders liegen. Dort wollen noch mehr Leute kaufen und verkaufen. Und immer, wo viele Orders liegen, ist eine gute Widerstands- oder Unterstützungszone. Und wenn wir uns das zum Beispiel jetzt anschauen, was hier am nächsten Tag passiert, wenn wir hier diese Zone zum Beispiel uns hier einzeichnen, um den POC, ist jetzt nicht punktgenau, aber ist eben eine Widerstandszone. Wir sind hier zwar kurz mal raufgespiked, ja, waren auch schon drunter. Hier aber am Ende des Tages wurde der faire Preis wieder angehandelt und Sie sehen die grüne Zone, die hier dann als starker Widerstand dient. Ja. Das heißt, das war exakt hier, wo der Markt nicht mehr drüber gekommen ist und am Ende das Ganze dann zum Abverkauf. Bis heute, Abverkauf ist übertrieben, aber eine starke Bewegung auf 263 runter geführt hat. Also dieser POC, Point of Control, ist für die nächsten Tage und für die kommenden Tage dann sehr oft ein Widerstand oder eine Unterstützung. Wir können das gleiche auch hier sehen. Wenn wir uns diesen POC hier anschauen, vom 15.11. bei 265, wenn wir uns dann hier anschauen, am nächsten Tag ist der Markt noch kurze Zeit in diesem Bereich gewesen. Man sieht es nicht sehr schön, weil die Kerzen sehr dünn sind, aber der Markt ist ab dann nur mehr raufgestiegen und hat diesen Bereich als Widerstand verwendet und ist dann nicht mehr, ja, ist von dort eigentlich losgestartet. Das heißt, sehr interessante Interpretationen, die man damit durchführen kann. Das war jetzt mal ganz grob die Analyse, eine Analysemethode, die man verwenden kann. Man kann das Ganze dann auch noch weiterspielen. Die nächsten beiden Punkte, die sehr interessant sind, sind das VAL, das Volume Area Low, und das VAH, Volume Area High. Nämlich was hier die blaue Zone ist, die habe ich noch gar nicht erklärt. Hier diese blaue Zone, alles was blau ist, ist dort, wo 68,2% des Volumens gehandelt wurden. Warum 68,2? Kommt aus der Statistik, ist die zweifache Standardabweichung. Und das heißt, die zweifache Standardabweichung an gaussische Glockenkurve und all diese Dinge aus der Statistik. Ganz einfach, hier wurde das meiste, wurde 68% des täglichen Handels durchgeführt. Und da gibt es eben dann auch die Begrenzung, der untere Punkt und der obere Punkt dieser Zone, die auch starken Einfluss auf den Handel haben. Wenn wir uns das jetzt als nächstes Beispiel hier wieder anschauen, haben wir hier das Volume Area Low, hier bei 265,33. Wenn wir uns hier jetzt wieder, machen wir noch ein bisschen zeichnen hier, wenn wir uns wieder eine Zone hier drumherum einzeichnen, sehen wir, dass hier der Kurs ganz knapp runtergekommen ist in diese Zone. Ja, wenn man das Ganze hier sich noch zurechtzeichnet, kann man sagen, okay, der berührt hier ungefähr, es geht nicht auf den Tick genau, ein, zwei Ticks rauf oder runter, ist jetzt hier auch nicht auf Tick berechnet, das heißt, man kann mit ganz, das geht wirklich nur um ein, zwei Ticks, er berührt hier diese VAL und ist eine, da liegen extrem viele Orders, der Markt schießt drauf und zum Beispiel hier geht wieder rauf bis zum Point of Control, prallt wieder hier ab. Sehr interessante Dinge, die hier passieren.
Eine letzte Analysemethode oder eine letzte Sache, die bezüglich Volume Area, also der blaue Bereich, in diesem Bereich, wir haben gesagt, der Point of Control ist der faire Preis, dort wo sich die Händler sozusagen geeinigt haben, das ist der faire Preis des Marktes. An diesem Tag zum Beispiel, ja, dann ist die blaue Zone genau das, wo sich die Händler einig waren, in diesem Bereich liegt der faire Preis. Also, das ist der Point of Control ist der exakte Preis und eben die 68% darum, die da berechnet werden rundherum, auch mit bestimmten Algorithmen sozusagen, zeigen dann auch die Zone, wo der Preis noch sozusagen fairer ist, nicht ganz so fair wie der Point of Control. Was ich nur zeigen möchte, ist, wenn der Preis die Volume Area verlässt, ist sehr oft eine Tendenz zu sehen, dass er wieder zurück möchte in diese Zone. Das ist sehr interessant, wenn man sich das öfters anschaut. Wir sehen das Ganze zum Beispiel hier. Der Markt geht runter aus der Zone raus, geht wieder rauf in die Zone rein. Hier versucht er noch zweimal aus der Zone rauszugehen. Markt kommt jedes Mal wieder in die Zone hinein. Das heißt, auch das sind Handelssignale, die man machen kann. Wenn man sieht, der Markt geht stark raus aus der Zone, aus der blauen Zone, aus der Volume Zone, Countertrend zu handeln. Ja, wir sehen es jetzt zum Beispiel hier aktuell, das ist von heute, wo der Markt hier rausgeht, ist stark drunter, ist stark aus der fairen Preiszone draußen, korrigiert rauf. Hier jetzt zum Beispiel wieder sehen wir auch Volume Area Low, dient hier als perfekte Widerstandszone, Markt geht wieder leicht zurück. Da könnten wir unendlich viele Beispiele durchmachen, weil diese Dinge funktionieren sehr oft. Ja, jetzt muss ich dann aber doch mal hier, darf ich glaube ich nicht mehr zu lange, sonst klopft mir der Gilbert auf die Finger, weil er keine Zeit mehr hat, Ihnen die Order Streams zu erklären. Ich mache noch ein paar Settings durch und dann ist auch mein Part vorbei. Ich ist schon okay, das, Manuel, du machst es sehr interessant. Ich glaube, es ist ein das war jetzt großer Mehrwert für die User. Also mach nur, was du erklärst, ist ein großer Mehrwert für die User. Also mach nur, lass dir Zeit, erklär es ordentlich. Ist es gute Information, die du weitergibst. Passt schon. Danke, danke. Ja, ich bin selber so oft von den Signalen so begeistert und von der Analyse, dass man da die Zeit davon läuft dann beim Sprechen. Ein paar Kleinigkeiten sprechen wir noch durch. Es gibt dieses Volumenprofil, da gibt es jetzt unzählige Settings. Es gibt ja, da gibt es auch eine 25 Seiten Dokumentation. Wenn Sie das Add-on erwerben, ist da alles nochmal im Detail drinnen. Es gibt auch YouTube-Videos, da können Sie alles in Ruhe nachschauen, wenn das interessiert. Man kann dieses Volumenprofil jetzt zeichnen. Es gibt vier Berechnungsmethoden, es gibt alles Mögliche, was man damit machen kann, aber prinzipiell kann man es zeichnen und berechnen auf eine ganze Session, also auf einen ganzen Handelstag. Dann sehen wir eine Sache, nämlich hier drüben mache ich mal kurz den Chart groß, das ist jetzt hier der Apple auf der Stunde und jetzt sehen wir hier ein, Moment, ich möchte das nur gerne hier, ja. Das ist die Ansicht, die wir kennen. Das ist jetzt ein Volumenprofil auf die gesamte Historie. Also gesamte Historie, jetzt zum Beispiel zurück mal auf 12. August im Stundenchart. Das heißt, man kann das Ganze auch auf die gesamte Chart-Historie laden. Und wenn Sie jetzt im Chart zum Beispiel die letzten 10 Jahre reinladen würden, wenn so viele Daten verfügbar sind, könnte man das auf die letzten 10 Jahre berechnen und hätte zum Beispiel damit dann, also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, aufgrund dieser Berechnung seit 12. August würde aufgrund dieser Volumensanalyse ein fairer Preis für Apple bei 219 rauskommen. Jetzt sind wir aktuell bei 263, würde jetzt natürlich für mich heißen, okay, Achtung, eine starke Übertreibung. Ja, das heißt, auch in diese Richtung kann man das Ganze verwenden. Und die dritte Methode, die es gibt, ist das kleine Volumenprofil sozusagen. Das ist nämlich, was Sie hier jetzt sehen, ist ein Volumenprofil je Kerze. Die Kerzen sind jetzt hier ausgeblendet.
ja, es sieht man es auch nicht viel besser. Ganz dünn sieht man es. Also es sind jetzt hier je Kerze. Je Kerze ist jetzt hier ein Volumenprofil gezeichnet. Und die Kerzen interessieren mich hier gar nicht mehr. Ist eine ganz neue Chart-Ansicht, die ich mir hier zaubern kann. Und ich kann hier jeweils zum Beispiel, man kann jetzt dann auch die Formen analysieren. Ist das ein D, zum Beispiel ein großes D von der Form? Ist es ein P? Ist es ein B? Da gibt es ganz, ganz viele Dinge noch, die man hier besprechen könnte. Was ich da jetzt eigentlich noch zeigen wollte, wäre, Sie sehen jetzt hier ganz viele Settings, die es hier gibt. Man kann, wie gesagt, das Ganze nur als Linie anzeigen, ja, mit den gleichen Informationen. Man kann das Ganze in dieser Barform eben anzeigen. Man kann das Ganze nach links, nach rechts, so wie man es gerade haben möchte. Ja, da kann man sich viel spielen damit. Hier gibt es die vier Berechnungsmethoden. Das ist jetzt aber alles nichts, das wollte ich eigentlich nicht zeigen. Die Naked Point of Controls wollte ich noch kurz herzeigen. Wenn ich die jetzt hier mal aktiviere, sehen wir hier zwei Linien. Jetzt nehmen wir noch dazu die Price Markers. So, die haben wir hier drinnen. Also man kann hier noch viele Dinge, die sind alle auf False. Das heißt, man kann hier noch ganz viele Dinge zusätzlich einblenden lassen. High Volume Notes, Low Volume Notes, also ja, eine riesige Fülle an Informationen. Profile Summary kann man unten auch noch anzeigen lassen. Also man kann sich den Chart zusammenbauen, wie man es möchte. Was ich hier jetzt noch zeigen wollte, sind die Naked Point of Controls. Das heißt, das ist ein Point of Control, der seitdem er aufgetreten ist, nicht mehr berührt wurde. Und das sind dann sehr große Widerstands- oder Unterstützungszonen. Die werden zum Beispiel erkannt. Hier haben wir diese orange Linie, ist jetzt hier ein Point of Control, der seit 14. November im Stundenchart nicht mehr angehandelt wurde, oder dieser Preis wurde nicht mehr angehandelt. Und wenn wir hier runter tippen, wäre das eine starke Unterstützung. Wir haben auch hier genau den Preis noch stehen. Das gleiche hier oben. Und wenn man dann, ich suche noch einen schönen Chart zum Abschluss. Vielleicht nehme ich mal einen schnell. Ja, also zum Beispiel, was ich eigentlich suchen wollte, wäre, wenn sehr viele Point of Controls, zum Beispiel Naked Point of Controls, nach oben hin sichtbar sind, wenn jetzt hier noch mehrere wären. Aber auch hier jetzt schon heißt das für mich, das Aufwärtspotenzial ist begrenzt, denn ich habe sehr starke Widerstände vor mir. Das heißt, auch mit diesen Analysen kann man sich sehr schön, da muss ich gar keine Charts sehen, keine Kerzen, ich kann einfach sagen, wo liegen Naked Point of Controls über oder unter dem aktuellen Preis, dann kann ich ungefähr sagen, hat ein Long oder ein Short Trade eine Berechtigung. Okay, das war es jetzt wirklich von mir. Wie gesagt, es gibt die Dokumentation, wir werden da auch wieder mal Webinare dazu machen. Es gibt auch ein Video, was ich mal aufgenommen habe über diese Volumenprofile auf unserer YouTube-Seite, wo ich auch jedes Setting nochmal im Detail erkläre. Aber ich hoffe, ich habe Ihnen mal einen kleinen Einblick verschaffen können, was mit Volumen alles so möglich ist, und würde jetzt dann an den Gilbert übergeben, dass uns der jetzt noch zeigt, wie wir zum Beispiel, wenn wir ein gutes Setup gefunden haben, auch zum Beispiel mit Hilfe der Volumenanalysen, die ich jetzt hier gezeigt habe, wie wir mit Hilfe der Order Streams noch eben ein Level weiter runtergehen können, um unseren Einstieg perfekt zu timen. Ja, also ich würde, Gilbert, an dich übergeben und ja, hoffe mal soweit. Mein Part war mal für alle Zuseher halbwegs attraktiv und interessant. Gilbert, sobald du bereit bist, kannst du gerne übernehmen. Ich glaube, du kannst dir den Bildschirm selber schnappen, oder? Bin am Überlegen. Lass mal schauen. Grundsätzlich bin ich bereit, aber wenn, warte mal, ich muss mal schauen. Ich habe jetzt gerade den. Genau. Bildschirm habe ich. Hast du losgelassen? Und ich müsste jetzt schauen, dass ich. Warte mal.
dass ich das Ding jetzt übernehme. Jetzt ist es da, show my screen. Ich muss mal schauen. Monat 1, Monat 2, okay, gut. Ja. Bildschirm ist zu sehen von dir. Ist zu sehen, alles klar, ja. Fein. Gut, dann Manuel, vielen Dank für die ausführliche Präsentation des Volume Add-ons. Ja, wie gesagt, du bist ja der Ersteller dieses Packages, hast ja hauptsächlich sehr stark mitgearbeitet. Tolle Arbeit dafür, hört man auch immer wieder von unseren Usern, dass das Package sehr ausgereift ist, sehr viel kann. Und was man vielleicht auch noch sagen soll dazu ist, dass es wirklich die Granularität, die hat man jetzt zwar nicht so gesehen, weil man ja auf höheren Zeiteinheiten unterwegs war, ich glaube auf der Stunde jetzt, aber wenn man sich die Volume-Granularität anschaut, der einzelnen Preislevels, so ist es wirklich runtergebrochen bis auf die kleinsten Einheiten, bis auf die kleinsten Preislevels, ist sehr sauber gearbeitet, ist auch sehr schnell, wie Sie gesehen haben, das heißt, wenn man einen Indikator einschaltet, der ist sofort da. Sehr eine große Herausforderung auch bei gerade beim Volume Profile, dass der wirklich schnell ist, auch gut performt. Und ich würde sagen, also das ist wirklich hervorragend gelöst. Vielen Dank nochmal für die tolle Arbeit, die du dafür geleistet hast, damit wir auch so eine gute Präsentation über die Bühne kriegen. Gut, dann lege ich mal los hier. Wie der Manuel schon gesagt hat, oder vielleicht ganz kurz, bevor noch, hier eine kleine Einschaltung in eigener Sache. Sie haben jetzt das Volumen-Add-on gesehen. Wir haben jetzt gerade, gehen wir gerade in Black Friday und Cyber Week. Wir haben hier das Volumen-Add-on im Moment vergünstigt von 94 auf 93, beziehungsweise falls ich jemand die komplette Suite kaufen möchte, der China Trader Andromeda Volume Suite, haben wir die jetzt im Moment um über 20% vergünstigt, um 1480 statt 1880. Das heißt, hier nur als kurze Einschaltung dazu, weil es eben gerade hier dazu passt, im Nachgang zum ganzen Volume Package. Ich möchte hier auf einen Teil eingehen, der grundsätzlich im Agena Trader vorhanden ist, egal ob Sie jetzt die Mercury haben oder ob Sie Andromeda haben. Der Order Stream Part, der ist überall vorhanden und kann in jeder Version, die Sie haben, ob Sie jetzt eine CapTrader Mercury Version haben oder eine Lifetime Lizenz, wie auch immer, ist das hier verfügbar. Wir sehen hier gerade, jetzt wird gerade interessant, was hier passiert. Auch wir schalten gerade mal rein, wie man sich den sogenannten Order Stream, wie wir ihn nennen, hat ja verschiedenste Namen über Footprint und so weiter. Wir haben es Order Stream genannt, haben auch ein paar Spezialitäten drinnen, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Einschalten kann man grundsätzlich das Order Streaming hier und zwar als Price Style. Wir haben hier verschiedene im Chart, verschiedene Price Styles, angefangen vom Candle Chart, in dem wir gerade sind, über Mountain Chart und so weiter und ganz unten finden Sie Order Stream. Wenn man hier Order Stream einschaltet, dann sehen Sie gleich, und wir sind hier im Nasdaq Future auf einer Minute, was sich hier abspielt gerade im Volumen. Das heißt, wir sehen grundsätzlich hier drinnen die unterschiedlichen Volumina, die gerade gehandelt werden. Man sieht hier einen langen Spike. Man sieht hier die Werte, die im Bit liegen, beziehungsweise die aus dem Bit gehandelt worden sind, beziehungsweise die aus dem Ask gehandelt worden sind. Und daher rühren auch die unterschiedlichen Farbgebungen in den verschiedenen Order Stream Bars. Es ist grundsätzlich, wenn wir nochmal zu kurz zurückgehen, würde das so ausschauen, damit Sie das auch sehen, haben wir die Kerzen hier so dargestellt. Natürlich haben wir hier viel mehr Information drinnen, in den Order Stream Bars und deswegen werden sie anders und viel feiner dargestellt als Bars. Und wir haben hier links die Werte, die aus dem Bit gehandelt werden und rechts, das heißt Kaufwerte und rechts die Werte, die aus dem Ask her verkauft worden sind. Grün immer der überhängende Teil ist im Bit, das heißt mehr ist gekauft worden, rot immer der überhängende Teil im Ask, das heißt, es ist mehr verkauft worden. Das ist grundsätzlich die Information, die man hierher im Groben mal herauslesen kann aus diesen sogenannten Order Stream Bars. Mal.
Mache hier ein schnelles Reload. Haben Sound gespielt. So, okay. Ja, so, okay. Das heißt, das ist hier grundsätzlich die Information, die man sich hier aus diesen Bars, aus diesen Kerzen herauslesen kann. Es gibt natürlich unterschiedliche Preislevels. Man sieht, dass der Nasdaq ein Wert ist, der extrem schnell läuft. Daher sieht man zum Beispiel sogar bei einem Minuten-Bars tut man sich schwer, hier die Volumina wirklich gut darzustellen. Und man muss sich hier so rein skalieren, damit man die Volumina wirklich sieht. Wie man das umgehen kann, das zeige ich Ihnen dann später noch. Wenn man sich aber jetzt zum Beispiel einen ES anschaut, das heißt den S&P Mini, so sieht man hier schon, dass man hier ganz andere Preislevels hat. Das heißt, der S&P Mini bewegt sich bei weitem nicht so schnell als der Nasdaq, durchläuft weniger Preislevels, aber natürlich das Volumen ist schon extrem hoch. Auch man sieht hier gerade in diesen verschiedenen Bars, dass eigentlich hier lange Zeit nichts passiert ist. Das heißt, man hat hier zugewartet, bis es anscheinend hier eine News gegeben hat, wo der Markt jetzt in eine bestimmte Richtung hingesprungen ist. Und man sieht auch hier die verschiedenen Kontrakte, die Anzahl der Kontrakte, die hier gehandelt worden sind, in der ruhigen Phase, beziehungsweise was jetzt hier abläuft, dass hier die Werte, die Volumina auf den einzelnen Preislevel extrem in die Höhe geschossen sind und man hier bis zu 2000 Kontrakte auf diesem Preisniveau innerhalb einer Minute gehandelt worden sind. Also so ist das zu interpretieren, dass man hier wirklich sieht, was ist im Bid, was ist im Ask, wo ist verkauft worden, wo ist gekauft worden, wo sind die überhängenden Teile. Und das hat natürlich schon Sinn in dem, was der Manuel vorhin erklärt hat, ist, wenn man sich solchen Preislevels aus dem Volumen, der Volumenanalyse dann anschaut und man ist genau auf diesen Preislevels dann, die vielleicht Umkehr bedeuten können und so weiter und man sieht dann, genau an oder um diesen Preislevel dann bestimmte hohe Volumina, dann hat das natürlich schon eine Aussagekraft, dass man dann diese Volumenanalyse im feingranularen Bereich dann wirklich analysieren kann und daraus dann seine Rückschlüsse ziehen kann. Das heißt, also die Volumenanalyse macht immer Sinn, um zu schauen, wo steht man volumenmäßig. Wenn es dann wirklich reingeht und man dann Handelsentscheidungen treffen möchte, dann macht es natürlich Sinn, dass man sich dann hier das Order Streaming zu Hilfe nimmt und daraus dann seine jeweiligen kurzfristigen Entscheidungen trifft. Ich habe kurz gezeigt den ES, in dem wir sind. Wir schauen uns nochmal den NQ an, dass man sieht auch nach den Preislevels her. Es ist natürlich hier, da erkennt man schon wirklich schwer etwas dann, weil wir hier auch auf einen höheren Preis sind. Es lässt sich aber nicht anders darstellen. Wenn man sich aber jetzt irgendeinen anderen Wert anschaut, gehen wir jetzt zum Beispiel auf den HE, so sieht man wieder die Preisdarstellung. Wir sind immer noch auf einer Minute und wir haben hier nur relativ wenig Bewegung drinnen in diesem Future und können, sieht, man sieht hier, wie diese Märkte eigentlich ruhig laufen, dass sich hier wenig bewegt. Das heißt, in den Index-Futures, in den Aktien-Index-Futures, da ist schon Musik drinnen. Schauen wir uns vielleicht das Gold an, das ist schon ein bisschen mehr. Sieht man hier drinnen, was hier gehandelt wird, schauen wir uns vielleicht noch das Öl an, erkennt man auch. Das heißt, man ist hier, sagen wir nach, so, man ist hier schon, das Order Streaming schaut schon je nach Future, den man sich reinlädt, immer wieder anders aus, die Bewegungen sind anders und die auch die Größen, die gehandelt werden, sind natürlich in jedem Future anders. Okay, gut. Das heißt, grundsätzlich hier nochmal zur Erinnerung, wie schaltet man sich das ein? Man geht einfach hierher. Man kann hier zurückgehen auf die Candle Charts oder wenn man sich hier das Order Streaming anschauen möchte, hat man genau ganz unten das Order Stream. Gut, dann gehen wir in das, wir haben hier im Action Bar das Order Stream, sogenannte Order Stream Bed. Das heißt,
Sie müssen nicht ein Pop-up aufmachen und dort drinnen die Einstellungen tätigen, sondern wir haben das so implementiert wie mit vielen anderen Dingen. Vielleicht noch, um zu sehen, woraus sich das wirklich bildet. Es läuft ja hier auch der Dom und im Dom drinnen sieht man die Times and Sales. Und grundsätzlich aufgrund dieser Times and Sales werden und der Werte hier über Bid und Ask aus dem Dom heraus werden genau diese Werte, diese Volumina-Werte hier gebildet. Hier sieht man dann drinnen, was wirklich gehandelt worden ist. Man sieht hier im Orderbuch grundsätzlich die Werte, die auf den verschiedenen Preisleveln liegen. Das können wir uns nochmal anschauen, auch über, okay, das ist jetzt unglücklich, kleinen Moment, da muss ich jetzt reinschauen. Das sind die QuickTrader Settings, sind hier auf schwarz gestellt. Stellen wir die gleich mal um. QuickTrader Settings, wo haben wir die Farben bei? Okay, gehen wir auf grün und sagen hier okay und so. Jetzt sieht man mehr. Das heißt, genau aus dem heraus werden die Order Stream Candles hier gebaut. Hier sieht man das Volumen, das an den verschiedenen Preisleveln grundsätzlich liegt. Und hier sieht man dann drinnen, was an den verschiedenen Preisleveln dann wirklich ausgeführt wird. Man sieht auch, wie sich das Ganze hochzählt. Okay, das heißt, das ist hier die Information, aus denen diese Werte hier zusammengebaut werden und natürlich auch historisch ausgelesen werden können. Gehen wir zurück aufs Orderbett, aufs Orderstreambett. Und schauen, was hier das Order Stream hier genau macht. Und zwar, wir haben hier die folgenden Möglichkeiten. Sie sehen hier oben die verschiedenen, die Paar Types. Sie sehen hier unten die Indikatoreinstellungen, zu denen ich dann später kommen werde, was man sich zusätzlich noch anschauen kann zur Analyse. Aber grundsätzlich, wenn man hier mal durchgeht, durch die verschiedenen Möglichkeiten, so ist die Grundeinstellung mal das Ask and Bid Volume. Das heißt, hier sieht man das Volumen, das am Ask und Bid gehandelt worden ist. Wir haben hier das Delta. Und zwar über das Delta sieht man immer nur die Differenz zwischen Ask und Bid. Das heißt, grundsätzlich sieht man hier den Überhang. Man sieht aufgrund der Größe, vielleicht ist das noch auch kurz zu erklären, im Ask and Bid Volume, wenn man sich das anschaut drinnen, sieht man hier an den verschiedenen Farbgebungen auch, wie hoch das jeweilige Volumen ist, wo das höchste Volumen auch drinnen ist. Hier wird, man sieht auch in dieser grünen Schrift hier, wo wirklich das größte Volumen überhaupt gehandelt worden ist. Das heißt, man sieht das größte Volumen aus der ganzen Kerze, ist das größte Volumen im Bid, das heißt hier die 870, oder ist das größte Volumen im Ask, hier die 618. Und diese Werte sieht man dann auch umrandet und besser hervorgehoben. Man kann sich grundsätzlich diese Werte anschauen in einer Kerze alleine. Jetzt wird es dann spannend. Das heißt, man sieht hier farblich markiert immer die höchsten Werte in der Kerze, beziehungsweise wenn ich hier auf Session gehe, dann sieht man hier die Werte berechnet und zwar über die ganze Handelssession hinweg. Und man muss sich zurück scrollen, um dann wirklich die Werte zu finden. Und da sehen Sie schon, das ist eine große Herausforderung. Wenn man jetzt wirklich aber sehen möchte, wo ist das größte Volumen gehandelt worden innerhalb einer Session, dann macht es oft Sinn, wenn man dann auf eine höhere Zeiteinheit geht. Laden wir nach. Und sich dann innerhalb der Session dann ansieht, da sieht man jetzt zum Beispiel drinnen, dass das größte Volumen genau in dieser Kerze war. Das kann man sich dann genauer anschauen. Da sieht man dann, in dieser Periode wurde das größte Volumen auf diesem Preislevel gehandelt. Wie man das dann interpretiert und was man damit dann macht, das bleibt natürlich jedem Trader selbst überlassen. Da gibt es die verschiedensten Handelsansätze. Wir stellen hier die Möglichkeit zur Verfügung, um diese Werte, diese verschiedenen Handelsansätze zu analysieren
Und dann gibt es eben die verschiedensten Möglichkeiten, diese Werte dann wirklich zu interpretieren, auszulegen, nach verschiedenen Trading-Stilen auszuüben. Das heißt, der Unterschied zwischen Candle und Session ist der, dass man hier dann wirklich über die komplette Handelssession hinweg sieht, wo das größte Volumen gelegen ist, beziehungsweise wo das größte Volumen gehandelt worden ist. Auf der Candle zurück sind wir wieder dort, wo wir vorhin waren, unter, und man kann sich das Volumen immer in jeder jeweiligen Candle hier anschauen, wo das größte Volumen wie gehandelt worden ist. Okay, das heißt, das hier ist das Ask-Bid-Volumen. Wir haben das Delta, haben wir schon kurz angesprochen, da sieht man immer nur den Unterschied, das heißt, wo mehr gehandelt worden ist auf einen Blick, da muss man nicht Bid mit Ask vergleichen, sondern da sieht man sofort, wo die größeren Volumina gehandelt worden sind, und zwar ist es immer die Differenz. Man sieht hier zwar, dass hier dieser Wert größer ist, die 440 zu den minus 264, man sieht hier aber, dass hier aus dem Bid mehr gekauft worden ist, als hier im Endeffekt verkauft worden ist. Das ist aus dieser Delta-Analyse herauszufinden. Gehen wir auf den Disparity-Chart. Er hat auch unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Und zwar im Disparity-Chart. Das heißt, das ist eigentlich so die Ungleichheit, die hier dargestellt wird, sieht man die Farbgebung folgendermaßen. Und zwar, Sie sehen hier diese violetten Werte. Wenn, oder beziehungsweise diese blauen Werte. Und Sie sehen hier den sogenannten Disparity Ratio. Das heißt, hier wird eine Farbe dargestellt. Wenn, wo ist es am besten ersichtlich, gehen wir jetzt auf diesen Wert hier, ich zeichne das gleich mal ein, dass man das auch am besten sieht. Wenn der Wert dagegen liegend, darüber liegend, um das 1,5-fache kleiner ist, beziehungsweise dieser Wert hier um das 1,5-fache größer ist als dieser Wert hier, dann wird dieser Wert hier dargestellt. Das heißt, hier kann man dann auch sehen, wo dann die Ungleichheit zwischen Bid und Ask am größten ist. Dasselbe sieht man hier zum Beispiel. Im umgekehrten Fall, wenn dieser Wert hier mehr als das 1,5-fache größer ist als dieser Wert hier, dann wird der hier markiert. Diesen Disparity Ratio können Sie hochschalten. Und zwar, Sie werden sehen, dass sich die Farben jetzt zum Verändern beginnen, nach der Reihe, und hier einer nach dem anderen verschwindet. Das heißt, jetzt würde es das bedeuten, dass der gegenüberliegende Wert mindestens um das Zweifache größer sein muss als der darunterliegende bzw. umgekehrt darüberliegende Wert. Das heißt, in dem Fall trifft das noch zu, dass dieser Wert hier, machen wir es ein bisschen größer, doppelt so groß ist als dieser Wert hier. Gehen wir jetzt schon langsam weiter rauf, dann wird es irgendwann, jetzt sind wir dort, haben wir diesen Fall erreicht, dass dieser Wert nicht mehr 2,5-5-mal so groß ist als dieser Wert. Und deswegen verschwindet er aus der Liste heraus, also aus der Farbgebung heraus. Das heißt, das ist so zu interpretieren, dass der Bid und Ask, die Bid- und Ask-Relation hier gemessen wird und man sieht, was wurde aus dem Bid gehandelt, was wurde aus dem Ask gehandelt. Und hier kann man sich dann mehr oder weniger auch das Volumenverhalten auch rauslesen, wo in welche Richtung bzw. wo die verschiedenen Volumina reingeflossen sind. Wie gesagt, wie man das genau interpretiert, wie angewendet wird, da gibt es verschiedenste Ansätze dazu. Und das muss natürlich auch wieder an bestimmten oder soll natürlich wieder auch an bestimmten Punkten im Chart, beziehungsweise wo auch immer liegen,
wo man eine Umkehr erwartet, Point of Control oder wie auch immer, wenn das in diesen Bereichen passiert, dann machen solche Analysen dann natürlich auch Sinn auf sehr granularen Levels. Gut. Dann gehen wir zur nächsten Analyse. Das Delta haben wir kurz durchbesprochen. Das ist eher ein, gehen wir auch kurz noch auf den hier. Hier sieht man, was an diesen Levels gelegen ist. Nicht, was gehandelt worden ist, sondern was zu dem Zeitpunkt, was an den verschiedenen Spreadlinien hier angehäuft wird. Und hier sieht man aber auch relativ gut an, wenn man das vergleicht mit den wirklichen Volumina, dass sich hier ihre Mengen mehr oder weniger am Bid und am Ask abspielen, die dann nach der Reihe wieder verschwinden und gar nicht gehandelt werden, sondern hier nur ein ganz kleiner Teil des Voluminas gehandelt wird. Das ist auch ein Ansatz, wir sind danach gefragt worden, ob man das auch implementieren können, ist anscheinend auch für bestimmte Volumentrader auch wichtiger, einfach zu sehen, was ist grundsätzlich am Bid und Ask gelegen und nicht, was ist dort gehandelt worden. Das hat viel mit Faking und so weiter zu tun hier, diese Werte, die hier noch angezeigt werden. Gehen wir wieder zurück auf das meistgezeigte. Muss jetzt wieder mal mich zurechtfinden. Gut, okay. Nächster Punkt sind hier die verschiedenen Farbmethodiken, die wir haben drinnen. Grundsätzlich haben wir hier eingestellt, sollen hier die Farben gezeigt werden, und zwar die Summe aus dem Bid und aus dem Ask sollen hier grundsätzlich gekennzeichnet werden, und dort, wo der Überhang größer ist, das wird hier zum Beispiel grün gezeichnet. Sie sehen hier, wir haben hier 2,2K in Bit, 1,2K in Ask, deswegen ist das Ganze grün, weil der Überhang hier größer ist in Bit als im Ask. Wenn Sie aber einstellen jetzt, Sie möchten das Maximale sehen, dann verändert sich die Farbgebung hier wieder. Nehmen wir hier mal die Zeichnungen raus. So, verändert sich die Farbgebung leicht zu dem hier, zu dem Ask-Bit-Sum. Oft bleibt es auch gleich, aber hier werden dann die Werte angezeigt, wo wirklich das Maximale gehandelt wird. Das heißt, in dem Fall sind auf 1,4K ist hier mehr im Ask gehandelt worden und als im Bit gehandelt worden ist. Und zwar genau das ist hier ein gutes Beispiel. Irgendwann gehen uns natürlich die Zahlen aus und da möchte man jetzt wissen, wo jetzt wirklich mehr gehandelt worden ist. Hier haben wir links und rechts 1,4K. Ich sehe aber, dass grundsätzlich im Ask mehr Volumen war als im Bit. Deswegen ist dieser Bar hier rot. Hier sehen Sie nur die Volumina, und zwar, das ist auch so zu interpretieren, wenn Sie das hier anschauen mit den Drawdowns, wo ist hier der Maximalwert? Der Maximalwert ist hier immer grundsätzlich diese Umrandung, und man sieht hier natürlich, wo der größte Wert drinnen ist. Hier haben wir nicht mehr ganz so viel als in dem hier, deswegen sieht man auch hier, reicht dieser rote Bar nicht mehr ganz nach rechts. Hier kann man das schön vergleichen, es ist oft nicht mehr hundertprozentig ersichtlich. Colorized Cells, Draw Bounds, wenn man das ausgeschaltet hat, ob jetzt der wirklich länger ist als der über dieses Draw Bounds, kann man sich das dann einschalten und sieht das dann wirklich sehr genau, ob hier, wie viel hier wo wirklich gehandelt worden ist. Okay, das zu dem. Hier können Sie außen einschalten, ob Sie das Maximalvolumen sehen möchten. Das ist hier, sieht man hier, dass sich hier dann genau dieser Preislevel, wo das maximale Volumen sich hier drinnen befindet, dann auch hervorgehoben wird. Gehen wir hier auf Zoom. So sieht man hier genau, dass das genau der Preislevel ist,
wo das maximale Volume auf einen Blick ersichtlich ist, das ich hier drinnen in der Kerze abgespielt habe. Was wäre hier noch an dem? Ja, vielleicht gehen wir hier nochmal zum NQ. Da habe ich gesagt, dass es hier natürlich relativ schwierig ist, sogar auf 5 Minuten, sogar auf einer Minute, sich hier die verschiedenen Preislevels auch ordentlich rauszulesen. Weil wenn ich das hier sehen möchte, was sich hier abspielt, dann muss ich mich, weiß ich wie, herumzoomen da, um hier diese Werte dann auch vernünftig lesen zu können. Hier macht es natürlich Sinn in solchen Werten, dass man sagt, ich möchte gerne ein oder zwei oder drei Preislevels kombinieren. Und das kann ich hier darüber machen, indem ich hier auf die Aggregated Levels gehe und einfach hier hochschalte. Und dann wird schon langsam lesbar. Das heißt, hier bin ich noch immer im NQ, aber nur was wir hier gemacht haben, ist, wir haben hier drei Preislevels miteinander kombiniert. Und dann ist es natürlich nicht mehr so hundertprozentig klar ersichtlich, auf welchem Preislevel das genau her passiert ist, weil wir haben hier jetzt drinnen mehr oder weniger drei verschiedene Preise aggregiert. Aber grundsätzlich mal, sage ich, für einen NQ macht sich das hier besser, weil dann sind wir ungefähr am selben Niveau wie zum Beispiel ein ES, ein S&P Mini Future auch sich hier darstellt. Auf einer Minute kann man sich dann hier rauf oder runter stellen und dann sind wieder diese Volumina hier besser lesbar und besser interpretierbar. Ja, hier können Sie noch einstellen, den unterschiedlichen Fonds vielleicht, wenn Sie den Fonds hier verändern wollen, größer oder kleiner machen. Vielleicht auch noch eine Sache, wenn es wirklich schwer ist, die Order Streams zu lesen. Es gibt hier dann die Lupe, die haben wir schon längere Zeit drinnen. Und hier können Sie dann das nochmal größer anschauen. Oft tut man sich schwer, dann wirklich mal die zu lesen und mag auch nicht rauf oder runterschalten. Dann haben Sie hier eine Lupe, wo Sie sich diese Werte noch genauer anschauen können. Muss man dazu sagen, wenn es ganz klein wird, verschwindet es auch hier drinnen. Aber grundsätzlich kann man hier schon das auch zu Hilfe nehmen, dass man das hier ein bisschen besser sieht. Also wie gesagt, hier oben können Sie es einschalten, welchen Mauspointer Sie verwenden möchten, welchen Mauscursor. So. Dann, nächster Punkt, den ich ansprechen möchte, sind jetzt, ich glaube, oben haben wir so ziemlich alles durchgesprochen, was es zu zeigen gibt. Session, hier können Sie natürlich die verschiedenen Farbgebungen verändern. Ist ja beschrieben, wofür. Disparity Ratio habe ich durch, Aggregated Levels habe ich durch, Minimum Volume Size ist jetzt nicht so interessant. Hier können Sie vielleicht noch einstellen, wie weit Sie zurücklesen möchten. Da wird natürlich eine irre Datenmenge eingelesen. Und hier kann man sich dann einstellen, wie weit ich meine Werte zurücklesen möchte. Hier sieht man ungefähr, dass, da lesen wir noch, okay, wir sind auf einer Minute, gehen wir mal höher auf 15 Minuten. So, okay. Da sieht man, das zurückgelegen haben wir hier auf 15 Minuten, würden wir hier bis hierher lesen. Wenn Sie 6 Stunden zurücklesen, wenn Sie jetzt 10 Stunden haben möchten, geben Sie hier 10 Stunden ein, dann wird hier nachgelesen. So, 10 Stunden Load. Und dann sieht man jetzt, bekommen wir für weiter zurückliegend die Daten hier angezeigt. Das heißt, hier können Sie grundsätzlich einstellen, wie weit zurückliegend Sie die Daten sehen möchten. Aber natürlich dann, Sie sehen ja selbst sogar auf 15 Minuten, tut man sich schwer, sich hier etwas anzeigen. Da kann man nur mal bestimmte Dinge ahnen. Die 6 Stunden machen grundsätzlich schon Sinn. Wir haben aber auch User, die gesagt haben, sie würden gerne 48 Stunden zurücklesen. Ist natürlich auch möglich. Dann dauert es halt eine Zeit lang beim Laden. Und hier können Sie das sich dann aber jeweils einstellen. Nächster Punkt sind die
gehen wir auf einen Wert, der nicht so dahin fliegt, wo es ein bisschen angenehmer ist. Der AES ist ein bisschen angenehmer. Reload. So, okay. Dann ist wieder alles drinnen. Es gibt hier die Cells und die Lines. Ich zeige das hier mal kurz an. Und zwar sehen Sie hier grundsätzlich die Analysen aus dem, ich lese mich hier noch kurz ein. Einzelne Analysen aus den einzelnen Bars sich noch anschauen. Und zwar sieht man hier relativ gut auch, zurücklegen, wir sind hier auf 15 Minuten, gehen wir runter auf eine Minute. Was hier in den verschiedenen Bars dann wirklich gehandelt wird. Man hat hier die Möglichkeit, sich einzelne Werte ein- und auszuschalten. Das heißt, ich habe hier unten grundsätzlich einmal, wenn man sich nur das Volumen anschauen möchte, sehe ich mal jetzt hier, was wirklich hier nur an Volumen gehandelt worden ist. In der ganzen Kerze. Machen wir es ein bisschen größer, dann wird es ein bisschen besser ersichtlich. So, das sind hier die Volumina, die gehandelt worden sind. Und je heller die Farbe, desto höher ist das Volumen. Das heißt, man sieht, man hat hier und zwar ist es immer aufs Chart ausgelegt. Man hat hier diesen Bar, der hat, da sind hier anscheinend 68.000 Kontrakte gehandelt worden, innerhalb einer Minute. Hier 47.000, das heißt, da sieht man, dass gerade vorhin, wo wir gerade eingeschaltet haben, da dieser Bar war, der extrem auch Speed gemacht hat und hier ist extrem viel Volumen hineingeflossen. Es ist immer wieder weniger und weniger geworden. Wenn man sich das aber jetzt mehr oder weniger dann wieder reinzoomt in das Chart, so sieht man dann wieder, wo die verschiedenen Volumina hier auch liegen und wie hoch die Farbgebung ist. Das ist natürlich eine Sache, ist oft relativ schwierig auch rauszufinden, wo jetzt die Volumina drinnen liegen. Aus diesem Grund haben die auch den Lines-Chart oder den Lines-Indikator eingebaut, wo man dann wirklich sofort sieht, wo sind die Spikes. Und da kann man dann weiter zurückschauen und sieht dann grundsätzlich schon Bereiche, ich habe uns das auch ja, wo mehr gehandelt worden ist. Und hier haben wir einen riesen Spike an Volumina, die hier und man sieht hier alles schwarz, das heißt nichts, das heißt nicht, dass der Indikator hier nicht sichtbar ist, aber dadurch, dass hier die Volumina in diesem Bereich so hoch waren, ist hier alles schwarz. Jetzt können wir einblenden, was ist das Buy-Verhalten und was ist das Sell-Verhalten von den Volumina her. Das sieht man wieder relativ gut. Das heißt, hier sind 68.000 Kontrakte gehandelt worden. Wie viele sind ins Bid reingeflossen, wie viele sind ins Ask reingeflossen. Hier sieht man das Delta. Und das hier ist der Aggregated Delta. Das heißt, wie ist der zu interpretieren? Das Delta ist natürlich immer das, wo ist mehr hinein. Das heißt, wir haben hier im Ask mehr Volumen gehabt als im Bid. Das heißt, wir haben hier ein minus 5.317. Das ist die Differenz zwischen Ask und Bid ist 5.317. Wir haben hier 20 zu 27.000, das heißt, das Delta ist 7.029. Wir haben hier 15 zu 75, das ist hier ein Delta von 4.090. Hier sieht man grundsätzlich immer wieder die Delta-Zahlen der einzelnen Kerzen. Darunter sieht man das aggregierte Volumen aus der Session heraus. Das heißt, es geht weit zurückliegend, wird hier rauf und runter gezählt. Und das ist hier so zu sehen, wir haben hier 3000 Kontrakte,
sind wir im Plus. Das Delta in dieser Kerze war ein Überhang von minus 2,234. Das heißt, es ist mehr im Ask gehandelt worden als im Bid gehandelt worden. Das heißt, das verringert uns nun das aggregierte Delta auf 802. Das nächste, dass hier wieder der Überhang 3768. Das heißt, es hat sich hier schon eine extreme Anzahl von negativen Volumen hier mehr oder weniger aufgebaut. Und hier landen wir dann auf minus 2966. Dann gibt es wieder eine Kerze, da ist mehr im Bid gehandelt worden als im Ask. Das heißt, das aggregierte Delta reduziert sich wieder ein bisschen und so weiter. Das heißt, hier können Sie grundsätzlich sich hier zusammenzählen oder schön schauen, was sich hier an verschiedenen Werten über die Zeit hinweg hier aufgebaut hat. Das ist grundsätzlich so, das sind auch die wichtigsten Kennzahlen, die hier rauskommen. Das Delta Shift lassen Sie mich jetzt überlegen. Das setze ich eigentlich grundsätzlich nie ein. Die Frage steht auch drinnen. Ich würde mal sagen, da bin ich eine Erklärung schuldig. Das würde ich nachliefern. Lassen Sie mich mal überlegen. 2 minus 2,93. Die ergeben sich. Sorry. Das ist mir entfallen. Das ist mir jetzt entfallen. Das muss ich mir dann anschauen, was das Delta Shift im Detail ist. Da bin ich mir selber nicht mehr ganz sicher, was wir hier. Das ist irgendwann mal nachgereicht worden. Gebe ich Ihnen Bescheid. Jo, aber grundsätzlich, die wichtigen Zahlen sind hier oben drinnen. Das wäre es eigentlich grundsätzlich. Das heißt, wenn Sie aber irgendwann mal auch sich irgendwas verstellt haben und Sie möchten sich gern mal auf die Original-Settings zurücksetzen, dann gehen Sie einfach hierher, sagen Reset Settings und damit sind Sie wieder auf den Werkseinstellungen des Agena Traders angelangt. Jetzt überlege ich gerade noch, ist irgendetwas noch ausständig? Fällt mir jetzt im Moment nicht wirklich etwas ein, was noch zu erklären wäre. Also Frage, zeigt der Orderstream mit den IP-Daten korrekte Werte an? Ich würde mal sagen, wir haben die besten Erfahrungen mit, ich habe hier gerade eingeschalten, IQfit, Rhythmic, die liefern wirklich gute Daten, Rhythmic überhaupt aus dem Bereich heraus, dass die vom Preislevel-Niveau her extrem viele Werte anzeigen. Also die zeigen alles an, was im Orderbuch drinnen liegt. Das ist extrem schneller Datenfit. Soviel ich weiß, bei IP wird hier paketiert. Das heißt, es wird nicht jeder einzelne Tick geliefert, soviel mir bekannt ist. Und das kann natürlich Auswirkungen auf das Verhalten hier haben im Orderstream, wenn Datenpakete geliefert werden, wenn nicht jeder einzelne Tick rüberkommt, dann kann es natürlich sein, dass hier, gerade Sie sehen ja, was sich hier tut, dass hier wirklich jeder Tick gezeichnet werden muss, dann kann es hier natürlich schon passieren, dass diese Werte hier mal Abweichungen haben. Wie sich das aber hundertprozentig jetzt auswirkt, habe ich ehrlich gesagt mit IP noch nie wirklich ausprobiert, weil ich meistens mit IQ bzw. mit Rhythmic hier arbeite. Ja. Dann bin ich grundsätzlich mal durch.
Zu einer Frage, und zwar, wo finde ich das Shop, das Volumenet an? Finde ich nur das Advanced Volumenet an? Das ist genau das. Das ist genau das Advanced Volumen-Add-on, ist genau das Volumen-Add-on, und das kostet im Moment 390 Euro. Das haben wir hier im Shop drinnen. Ich glaube, ich bin mal durch. Der Costa hat vorhin gesagt, es ist heute zur Verabschiedung niemand mehr vorhanden. Die Captel hat relativ viel zu tun. Dann hoffe ich, dass ich Ihnen die ganze Information gegeben habe. Wir sind jetzt doch relativ stark drüber, eine Stunde 30 Volumen und Order Stream. Ich hoffe, Sie konnten die Funktionalitäten sehen. Wie gesagt, das Order Streaming ist in der Mercury ist als frei verfügbar in jeder Alcina-Trader-Version, die wir haben. Das Volumen-Add-on in dieser Form, wie es gezeigt worden sind. Ah, was sind die Drawbounds? Ganz unten noch, okay. Das kann ich Ihnen noch kurz zeigen. Drawbounds ist ganz einfach, dass hier drinnen um das besser lesen zu können, die verschiedenen Zellen hier umrandet werden, beziehungsweise nicht umrandet sind. Das ist das Einzige hier noch. Es ist einfach eine Zeichenunterstützung noch, damit man sich hier besser orientieren kann, überhaupt bei solchen Werten, die relativ eng beieinander stehen, dass man hier wirklich sieht, okay, die gehören zusammen und sind innerhalb von einzelnen Zellen verpackt. Gut, dann war es das für heute. Möchte ich mich im Namen von China Trader, im Namen von Manuel natürlich noch, im Namen von CapTrader hier von Ihnen verabschieden. Wünsche Ihnen einen schönen Abend und dann bis bald. Wir haben den nächsten Event, den wir haben, der wurde verschoben von nächster Woche auf, ich glaube, 11. Dezember. Dort geht es dann wieder, wenn Sie dabei sein möchten, auch um etwas, was der Manuel heute auch schon kurz gezeigt hat, Bauen von Conditions, wie baue ich mir mein bestes Handelssignal. Da gehe ich wieder auf den Condition Escort ein. Wenn Sie irgendeine Idee haben, beziehungsweise umgesetzt haben möchten und nicht wissen, wie das im Condition Escort geht, schicken Sie uns die bitte zu auf sales@aginatrader.com. Dann können wir uns das eine oder andere Signal dann auch rauspicken und können das versuchen, gemeinsam umzusetzen. Fein, dann nochmals schönen Abend und bis bald.